Anscheinend. Guten Tag. Ich kontrolliere immer alles. Ich weiß, es ist ein... Ich wollte runter. Ich will lieber hochgehen, aber ich sollte runtergehen. Vielleicht sollte ich auch nicht runtergehen. Ja, ist schön. Ist Ihnen da jemand auf den Zeh getreten, Madame? Lass ich jetzt nicht in die Küche gehen. Was passiert, wenn wir es doch tun? Das kann ich selbst übersetzen. 21. August 1900, mein geliebter Harold starb. Das habe ich auch so übersetzen können. Looks like this woman started to have problems after her husband's death. Wie es so immer ist. Guten Tag. Moment, ich will eben die andere Tür probieren. Okay. Schönen guten Tag. Was haben Sie denn auf den Tisch gebracht heute? Leere Teller. Sehr schade. Das war nur mein eigener Schatten. Was in der Heizung? Ja, die damalige Heizung. Es nennt sich Kamin. Können wir das Porzellan rausschmeißen? Ich hab Angst. Mann, zu viele Türen lassen sich öffnen. Nein, ich bin es nicht. Where are you? Wer? Ach, da hinten. Die Warnung. Im Esszimmer bin ich einem kleinen Mädchen begegnet. Wo? Zumindest sah sie wie eins aus. Ich hätte gerne den Rest gelesen, du Blödmann. So sucht Mami nach mir? Ich hab doch nichts gemacht. Können wir jetzt auf dem Flügel spielen? Nee, er spielt lieber. Ich kenne das Lied, ich weiß nur nicht, wie es heißt. Ich kenn's wirklich, ich weiß nur nicht, wie das Lied heißt. Nein, das ist der Stuhl da. 17. August 1900. Liebes Tagebuch, vorgestern kam Harold von einer langen Reise zurück. Ich habe ihn unglaublich vermisst. Auch unsere Kinder sind überglücklich, aber dass er wieder da ist. Endlich ist die ganze Familie wieder vereint. Gestern haben wir den ganzen Tag mit der Familie verbracht und Harold hat... von seinen Abenteuern erzählt. Er hat so viele Geschenke mitgebracht. Die Kinder sind begeistert von den Puppen und den Spielsachen, die ihr Vater ihnen geschenkt hat. Harold fühlt sich nach der langen Reise nicht allzu wohl. Er muss wohl ziemlich erschöpft sein. Ich werde ihm gleich ein heißes Bad anlassen. Ja, nur war es nicht nur dieser Erschöpftheitszustand, sondern da war vielleicht mehr. Die Mondsonante könnte es gewesen sein. Das könnte es gut gewesen sein. Oh cool, eine Kamera. Ist das geil, so eine alte Kamera. Schade, dass wir sie nicht zum Laufen kriegen und durch das Objektiv gucken können. Wie geht's dir eigentlich, Glühwürmchen?
Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Vielleicht sollte ich hier gar nicht sein. Es speichert. Ist das gut oder schlecht? Okay. So gehen wir wieder hoch. Ich will aber nicht hoch. Oh, Mädel. Oh, du blöde Kuh. Hi, blöde Fotze. Harold ist nicht hier. Gefahr. Ich wurde von einer großen, furchterregenden Frau verfolgt. Ganz sicher wollte sie mich töten. Da muss die Mutter gewesen sein. Das war nun der erste Streich. Oh, wir sind im Kreis gegangen. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Vielleicht sollte ich einfach wieder runtergehen. Es ist nicht schön, Glühwürmchen. Was macht ihr? Scheiß die Wand an. Nein, ich will doch nur zum Ausgang. Das hört sich nicht gut an. Ich will ihr nicht folgen. Das Loch stammt sicher aus der Obstgartenwerbung. Vielleicht. Ich will das nicht. Ist doch hier irgendwo bestimmt drin. I remember this lamp. It contains a secret. I think it works as a lever. Ein Hebel. Aber wo? Drücke W und S, um den Hebel zu bewegen. Funktioniert leider nicht. Nu? Wie kommen wir hier wieder raus? Oh, habe ich mich erschrocken. Ich wollte nur gucken, ob da was liegt. Gut, dann nicht. Da vermisst eine Puppe ihr Bein. Gib der Bubbe. Gib der Puppe mal ihr Bein zurück. Silent Hill ist schon wieder nah. Why? Guten Tag. Ich hoffe, die alte Schabracke ist nicht hier. Du hast mich gehört, Madame? Bitte sei nicht hier. Kann ich da drin nicht verstecken? Also wenn du kommst, bin ich gearscht. Zeigst du mir auch? Wie bei Agatha, wo ich hin darf und wo nicht? Oder kommst du einfach nur, wenn ich was getriggert habe? Sehr schöne Nachthemden, Mädel. Sehr schön. Sollen wir noch eine Modenschau machen? Können wir gerne. Nehmen wir deinen Reisekoffer.
Wo geht's hin, die wilde Reise? Muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal gehen? Welcher Schrank denn jetzt? Den? Why? Oh nein, das ist das hier. Gerade rechtzeitig? Bitte ja, 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 bitte ja. Bitte. Nein, hier ist auch kein Eric. Hier ist kein Harold und auch kein Eric. Geh mal bitte weg. Bist du weg? Können wir jetzt wieder raus? Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch kein einziges Rätsel oder so gelöst. Und bin ihr schon zweimal begegnet. Top, nicht? Schau, auf der Tafel steht nichts. Mein Chat haut ab. Ich wollte es gerne. Ich wollte es aber gerne lesen. Oh, guck mal, da ist so ein Postmortem-Foto. Nee, falsche Taste. Ich muss ja jetzt T drücken. Das kennen wir aber schon. Können wir blättern? Jo, wir können blättern. Das kennen wir auch schon. Dear Diary, I don't understand what is happening in this house. Das kennen wir, glaube ich, noch nicht. 14. September 1900. Liebes Tagebuch, ich verstehe nicht, was in diesem Haus passiert. Ich kann niemandem vertrauen. Gestern bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe nach den Kindern gesehen. Im Kinderzimmer habe ich ein seltsam vertrauten Geruch wahrgenommen. Es roch wie Harold, wenn er von der Jagd zurückgekommen ist. Ich habe unter dem Bett nachgeschaut und enthauptete Tierkadaver gefunden. Da war so viel Blut zwischen Dreck und Fellfetzen. Und dieser Gestank unter dem Betten meiner Kinder. Ich habe die Kinder in mein Zimmer gebracht und meine Bediensteten angewiesen, alles zu säubern. Wer würde so etwas tun? Es scheint mir, als würde jemand versuchen, mich absichtlich... Es ist spät. Absichtlich in den Wahnsinn zu treiben. Als würde mir jemand das Einzige nehmen wollen, was mir geblieben ist. Meine Kinder. Muss mich mal gerade wieder umsetzen. Ich bieg mir meinen Fuß um. Es tut weh. Ist das Harold? Auf diesem Postmortem-Foto? Ameisen? Die Seelen der Toten machen nichts, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Sie lieben Rätsel und helfen nur, wenn die Rätsel gelöst werden. In der Regel haben diese Rätsel etwas mit ihrem vorherigen Leben zu tun. Um sie zu lösen, musste ich tief in ihre Vergangenheit graben und habe unzählige Details aus ihrem Leben entdeckt. Dank der Tagebücher war es nicht schwer, aber bei den Kindern ist es viel komplizierter. Sie wollen im Grunde nur eins, sie wollen spielen, aber ihre Spiele sind anders. Manchmal erreichten die Toten in der Gegenwart Barrieren, die Lebende nicht überwinden können. Manchmal errichten die Toten in der Gegenwart Barrieren, die Lebende nicht überwinden können. Sie öffnen die Barrieren nur, wenn ihre Bedingungen erfüllt werden. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Toten der Welt durch andere Augen sehen. Gut. Aua. Ach.
Find was? Finde, was denn? Finde die Fotos ist. Ah. Aber ich habe noch keine. Was ist das? Eine Uhr. Okay. Ist es denn hier drin? Oder kann ich durch diese Tür gehen? Durch die Tür kann ich ja nicht mehr gehen. Sieht man ja. Was ist das? Ah, da ist ein Teil des Fotos. Sehr schön. Okay, fehlen nur noch zwei. Fragt sich, wo sie sind. Sind sie hier drin? Kommen wir raus? Wer weiß es schon. Wenn wir durchs ganze Haus rennen müssen, dann sind wir verloren. Okay, hier hätten wir uns auch verstecken können. Das will ich aber jetzt gerade gar nicht. Okay, dann versuchen wir mal rauszukommen. Können wir nicht. Okay, also muss es hier irgendwo sein. Aber wo? Wer schmeißt hier mit Büchern? Oh, ich habe Füße. Sehr schön. Solange die Alte nicht wiederkommt, ist alles gut. Ah, guck mal da. Da fehlt nur noch ein Teil des Familienfotos. Ich habe schon gesehen, was das ist. Aber wo ist es? Was war das? Oh, nice. Da bin ich auf dem Foto. Das ist meine Familie. Timmy und Ellie sind meine Geschwister. Jetzt. Lass mich doch einfach endlich mal zu Ende lesen. Und wer ist das mit dem Dings, mit dem Seil um den Hals? Habe ich mich gerade vor dem Sessel erschrocken. Ich dachte gerade, da sitzt jemand. Ist das? Kann ich das lesen? Nein. Wo ist der? Ach, das ist alles wieder geordnet hier. Schön. Also, es ist meine Familie. Right? Na, guck mal, da ist das Buch, was gerade nach mir geworfen wurde.